Trick 23, wie stelle ich Personen dar? Personen darzustellen ist immer eine große Herausforderung. Hier habe ich eine Skizze in einem Skizzenbuch aus Föhr dieses Jahr gemacht. Und zwar habe ich hier Personen hinten nur als Striche dargestellt oder im Mittelgrund als Silhouette und vorne eben ganzfarbig und genau von hinten. Diese Vereinfachung von hinten oder von vorne Personen darzustellen ist ein Mittel, um Personen sehr einfach darzustellen. Ein anderes Beispiel hier sind so einem größeren A4 Skizzenbuch. Hier habe ich lauter Personen dargestellt, Atmosphäre dadurch geschaffen, dass ich hier so einen Nasse-Nass-Verlauf, so einen Nasse-Nass-Verlauf reingesetzt habe. Und hier sieht man auch Personen von vorne, ein Fahrradfahrer von vorne, ein Rucksackträger von hinten oder zwei Leute, die sich unterhalten von vorne. Das habe ich übrigens in einer Bäckerei gemacht, Backer, ganz bei mir in der Nähe, habe aus dem Fenster geschaut und dabei alle Leute an der Ampel skizziert mit so einem Füller. Später habe ich das dann koloriert. Ein letztes Beispiel, und zwar dies hier. Diese Zeichnung habe ich gemacht vor ein paar Tagen, am 17. Dezember. 16:30 Uhr habe ich das gemacht, deswegen habe ich die Zeit hier auch rangeschrieben. 16:30 Uhr sah mein Hinterhof so aus, eben sehr dunkel. Und auch hier geht eine Figur durch den dunklen Hauseingang. Wichtig ist immer, Figuren beleben so ein Bild. Ohne diese Figur würde das Bild langweiliger aussehen. Aber hier auch ganz einfach von vorne dargestellt. Und das habe ich am Wochenende in eine Aquatinta-Radierung umgesetzt. Auch hier sieht man die Figur wieder von vorne dargestellt. Das mache ich jetzt auch mal praktisch, um zu zeigen, wie so eine Figur entsteht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist so eine Figur aus einem M und einem W darzustellen. So, ein Kopf drüber. Und das jetzt ein bisschen strukturiert und schon wird das eine Figur. Eine Möglichkeit, wenn man jetzt noch Spiegelung hinzusetzt, wie auf diesem Watt, ja, dann wird es noch plastischer. Hier sieht man sehr schön, Figur von hinten, hier die Spiegelung in dem Watt und schon wird es plastisch. Eine andere Möglichkeit, um das schnell zu machen, ist diese Sternmethode. Einfach so einen Stern machen, einen fünfzackigen Stern und schon hat man so eine Assoziation einer Figur. Also ich schreibe es hier nochmal hin. M, W, Stern. So, das ein bisschen verfremden. Oder eben eine weitere Möglichkeit, einfach eine Mohrrübe zu zeichnen. Ich zeichne mal die Mohrrübe drüber. Das Grünzeug ist ab. Hier sind noch so die einzelnen Fasern zu sehen und das kann ich jetzt auch zu einer Figur werden lassen. Köpfe nicht zu groß. So, und eine vierte Möglichkeit ist die sogenannte Sechsstrichtechnik. Das mache ich mal mit Aquarellfarbe. Wenn ich jetzt so einen breiten Strich setze, ich nehme ein bisschen mehr Farbe. So, erster Strich. Zweiter, dritter Strich, vierter, fünfter und ein Kopf darüber. Hier kann ich noch Farbe einfließen lassen. Dann habe ich auch sehr einfach Figuren dargestellt. So. Ja? Also immer vom Groben ins Detail. Wichtig dabei auch, dass man wieder mit den anderen Regeln arbeiten. Hier schreibe ich mal 6 Strich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wichtig dabei auch, dass man mit allen anderen Regeln des Skizzierens arbeitet, so zum Beispiel Reflexion, habe ich hier schon gezeigt, oder Schatten. Jetzt im Winter sind die Schatten ja sehr lang. So, den Schatten nach vorne. Also dadurch schaffe ich auch sehr viel Plastizität. Wenn er jetzt eine Tüte in der Hand trägt, hier auch mal die Tüte ran. So, oder eben bei dem Aquarellierten, bei der aquarellierten Person, dort gebe ich auch mal einen Schatten drauf, Seitenlicht und dann an der lichtabgewandten Seite auch noch etwas Schatten und schon habe ich die Figur auch dargestellt. Also das sind
vier Möglichkeiten, Personen darzustellen, das leicht zu machen. Und Personen, wie gesagt, beleben das Bild immer und schaffen so Räumlichkeit und Interesse am Bild.